Erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Nachmittagsvortrag. Wir, also Axel Beckert und ich, Frank Hofmann, haben uns überlegt, wir machen einen kleinen Vortrag, den wir Schatzsuche nennen. Und diesen Schatzsuche-Vortrag, da geht es um kleine oder weniger bekannte Linux-Werkzeuge. Und kaputte Mikros. Okay, dieses Mikro scheint besser zu funktionieren. Dann musst du jetzt mal weiterblättern. Jupp. Nein, das war dann zu viel. So, das haben wir eigentlich schon erzählt, oder? Ja, so ein bisschen haben wir das gesagt, ja. Ja. Nicht ganz unbekannt. Ja, ganz kurz. Axel, ich bin seit Ewigkeiten Linux-Sys-Admin gefühlt. Entsprechend stolper ich halt ab und an mal über Kommandos, wo ich immer wieder merke, das kennen andere Leute kaum. Und ich glaube, dir ging es an manchen Stellen halt ähnlich, wenn du über irgendwelche Kommandos gestolpert bist, zum, vor allem, ich glaube, bei dir im Bereich Satz und so. Ja, ich glaube, das reicht eigentlich so als Einführung. Genau, wir haben im Endeffekt ein paar Sachen gefunden und haben gedacht, es wäre vielleicht für alle anderen auch interessant, um diese kleinen Werkzeuge zu kennen. Und das, was wir hier eigentlich machen wollen, ist, wir wollen das Werkzeug benennen, wir wollen das Werkzeug kurz vorstellen, wir wollen auch sagen, aus welchem Debian-Paket das kommt, was man damit machen kann und dann noch den einen oder anderen konkreten Anwendungsfall dazu vorstellen. Also es ist jetzt keine vollständige Beschreibung, sondern einfach, wir haben ein Kommando gefunden, wir finden es interessant und zeigen, wo es herkommt und was man damit machen kann. Ja? Und das, was wir festgestellt haben, die Liste der gefundenen Kommandos, die ist irgendwie kürzer, als wir dachten. Das heißt, es gibt mehr Dinge, die wir noch nicht gefunden haben oder noch nicht vorgestellt haben. Also sprich, wir haben nicht alle und wenn ihr noch weitere kennt, die wir nicht kennen, dann sagt uns bitte einfach Bescheid, dass wir die tollen Sachen dann auch ausprobieren können. Alle geht eh nicht. Oh, ja. Ja. So, und wir können auch nicht alle Parameter zeigen, das heißt, wir haben halt nur ein paar ausgewählte Sachen dabei. Und wir wissen auch nicht, wie das bei allen Programmen geht, weil die Dokumentation für einige Sachen doch manchmal eher etwas dünn ist. Also manchmal ist Dokumentation dabei, manchmal nicht. Also wenn ihr mehr wisst als wir, sagt uns Bescheid. Und alles, was wir gemacht haben, läuft unter Debian. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das Debian-Paket nicht auf eurer Lieblingsdistribution vorhanden ist. Entweder weil es nicht dafür paketiert ist oder weil das die Leute da nicht kennen. Ja, oder die Pakete haben einfach andere Namen. Also darauf müsst ihr euch einfach einstellen. Und viele Werkzeuge sind halt irgendwie schon standardmäßig da drauf auf eurem System und ihr müsst sie einfach nur ausprobieren. Ja. Oh, stimmt, meins. Das, was wir in der Folie gemacht haben, wir haben obendran das Kommandoname. Und rechts daneben das entsprechende Debian-Paket ergänzt, sodass ihr das dann auch gleich nachvollziehen könnt. Und Core Utils ist auf jedem Debian installiert, weil ohne kommt man nicht aus. Da sind Tools wie ls, rm, cp drin. Genau. Das erste Kommando ist fmt, also spätestens der irgendwann mal eine LPI-Vorbereitung macht, also Linux-Zertifizierung. Der muss dieses Kommando kennen, weil das kommt irgendwie in gefühlt jeder LPI-Prüfung vor. Und dieses Kommando macht halt Folgendes. Es nimmt einen Absatz und formatiert diesen Absatz entsprechend. Also mit anderen Worten, ich habe hier einen Absatz, der hat mehrere Zeilen, der hat eine bestimmte Länge und ich kann diesem Absatz dann sagen, oder dem Kommando dann sagen, nimm einfach mal diesen Text und formatiere den auf eine bestimmte Breite. Das ist insofern ganz klasse, weil dann weiß ich, okay, der Text hat dann wirklich nicht mehr als 50 Zeichen. Und das ist in dem Sinne schon ganz cool, weil es entfernt halt entsprechende Leerzeichen, also mehrfach vorkommende Leerzeichen und ist dann halt ein Text ohne Lücken.
ich finde das schon sehr cool. Was es an Parametern hat, es hat einerseits minus w oder minus minus wif, um halt die Anzahl Zeichen anzugeben, also sprich wie viele Zeichen pro Zeile man haben will. Dann habe ich die Möglichkeit mit minus p oder minus minus Präfix nur die Zeilen zu berücksichtigen, die ein bestimmtes Präfix haben, also die mit einem bestimmten Zeichen anfangen. Und dieses Kommando zum Beispiel sagt, okay, formatiere den Text entsprechend auf eine Breite von 50 Zeichen, aber nimm nur die Zeilen, die mit einem Doppelkreuz beginnen und damit erwische ich an der Stelle alle Kommentare. Und sämtlicher Source Code und alles, was sonst noch so drin steht, bleibt halt, wie es ist. Ja, das ist halt dann einer dieser Sonderfälle. Müssten wir dann halt noch ergänzen. Ja, es funktioniert natürlich nicht für jede Programmiersprache. Also in C hast du ja so die Schrägstrich-Stern-Kommentare, dann ist ein ganzer Block. Mit denen kommt es auch nicht klar. Aber wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal so, JavaScript wo, oder C++ mit // oder sowas, oder halt eben Perl, Unix, Shell mit Doppelkreuz, gibt genügend Beispiele, wo es funktioniert. Ein Parameter, den wir hier noch haben, ist das minus C oder minus minus Cron Margin. Und das nimmt an der Stelle alles andere außer der allerersten Zeile. Das kann halt auch für einige Fälle sehr, sehr nützlich sein. Fold. Oh, das ist mein Teil wieder. Format und Fold sind ziemlich ähnlich. Fold hat die Standardbreite 80 Zeichen. Versteht aber an der Stelle ebenfalls mit minus w oder minus minus wif noch die Möglichkeit zu sagen, ich will so und so viele Zeichen pro Zeile haben. Unterschied zwischen Fold und Format ist, dass Fold sich nicht darum kümmert, ob es an einer Wortgrenze umbricht oder nicht. Ja, das heißt, es erzeugt einen kompletten Block. Das heißt, naja, wir haben jetzt hier halt einfach einen Umbruch drin. Format macht das Ganze ein bisschen besser. Mit minus s bzw. minus minus spaces kann man dem Fold an der Stelle sagen, ja, mach das dann doch lieber, also respektiere die Wortgrenzen und dann verhält es sich genauso wie Format auch. Jetzt muss ich nochmal fragen, ich habe das zwar mit dem Vortrag schon ein paar Mal gehalten, aber wann macht Fold in der Praxis einen Vorteil gegenüber FMT? Hast du da ein Beispiel? Nein. Okay, ich habe kein Beispiel. Ich glaube, die machen... FMT vielleicht. Ja, also sie machen im Prinzip das Gleiche. Ich glaube, es sind einfach Parallelentwicklungen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich vermute, dass schlichtweg einfach beide irgendwo im POSIX-Standard drin sind. Oder mindestens FMT, wenn es in Linux-Prüfungen vorkommt. In LB-Prüfungen. Colin, das ist so halb-halb. Die erste Hälfte darfst du. Gehört ebenfalls zur Kategorie der Textwerkzeuge. Und das hat einfach den Vorteil, das nimmt sich einfach entsprechende Zeilen und gibt Daten spaltenweise aus. Das ist insofern schon ganz praktisch. Also wenn ich jetzt eine Textdatei habe, die aus mehreren Zeilen besteht und Column darauf ansetze, dann sortiert mir das Ganze in entsprechenden Spalten aus. Und zwar, das ist die erste Zeile, das ist die zweite, das ist die dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter. Also das heißt von links oben nach rechts unten. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Mit minus C kann man das noch spaltenweise formatieren. Und wenn man das nicht so haben will, kann man auch mit minus X sagen, füll das Ganze von links nach rechts. Das heißt, dann ist das die erste Zeile, das die zweite, das die dritte. Ja, dann sortiert es das an der Stelle einfach von links nach rechts an. Leerzeichen kann man beibehalten. Leerzeilen kann man beibehalten, ja, also wenn man meinetwegen optische Trenner drin hat, ist ganz praktisch. Ja. Und dann kann man hier noch mit minus T entsprechende Zeilenumbrüche beibehalten. Da musst du jetzt aber runterscrollen oder das selber erzählen. Das ist meine Baustelle. Ja, okay, gut. Das, wo ich Column eigentlich bisher primär benutzt habe, ist mit der Option minus T. Die macht eine schon vorhandene spaltenbasierte Datei
formatiert sie so, dass die Spalten alle den gleichen Anfang haben. Wenn ihr schon mal in Proc Mounts oder in EDCM-Tab oder so reingeschaut habt, das ist zwar alles schön spaltenorientiert, nur nicht spaltenorientiert formatiert. Das heißt, man kann es wunderschön mit AWK oder so bearbeiten, aber wenn man es anschauen will, mal ist irgendwie ein Mountpoint so lang, mal ist er so lang und entsprechend ist das dann unleserlich. Und Column-T auf Proc Mounts zeigt das halt schön in Spalten, immer mit zwei Leerzeichen zwischen den einzelnen Spalten, mindestens zwei Leerzeichen. Und es liest halt die ganze Datei ein, schaut, wo ist der längste Spaltenteil und formatiert dann alles schön. Mittlerweile gibt es auch eigene Tools, die genau nur das machen, plus noch ein bisschen Farbe. LS Mount habe ich zum Beispiel letztens entdeckt. Weiß nicht, ab wann es in Debian ist, kann sein, dass es relativ neu ist, aber das macht genau das gleiche, bloß in Farbe, aber Column ist halt in den, ich glaube, es ist in BSD-Utils, haben wir jetzt gar nicht... Ja, ist in BSD-Utils drin, ja. BSD Main-Utils, gut, ja, gut. Ist nicht per Default installiert, aber tut nicht weh, wenn man BSD Main-Utils noch installiert, sind noch ein paar nette andere Programme dabei. Proc Mounts eben, aber es gibt auch noch andere Situationen, wo man so Dateien in dem FS-Tab, EDC-FS-Tab ist genauso, gleiches Problem. Meistens unleserlich. Und die kann man aber formatiert abspeichern. Das kommt halt aus dem Kernel. Ja, dann machen wir eins weiter. Komm, das ist wieder deine Baustelle. Das ist meine Baustelle. Okay. Komm kommt auch aus dem CoreUtils-Paket. Und die Idee dahinter ist, vergleiche zwei Textdateien miteinander und zeige an der Stelle an, welche Unterschiede bestehen. Unterschiede an der Stelle, welche Zeilen sind in der einen Datei, welche sind in der anderen Datei und welche sind in beiden. So, und da muss man dann an der Stelle schauen, das existiert in der ersten Datei, das ist die erste Spalte, das existiert in der zweiten, nur in der zweiten Datei und das, was in der dritten Spalte ist, das existiert in beiden. Und damit kann ich mit relativ wenig Aufwand sehen, wo Übereinstimmungen oder Unterschiede zwischen beiden Dateien vorhanden sind. Mit minus 1, minus 2 oder minus 3 kann ich das auch entsprechend unterdrücken. Also wenn ich dann halt nur wissen will, was in einem ist, was in der anderen Datei drin ist oder was exakt in beiden drin ist. Ignoriert das die Reihenfolge der Zeilen? Also macht das einen großen Unterschied zu Diff? Ich meine, es tut nicht die Zeilen vorher sortieren oder auf. Also er nimmt so, wie sie drin sind. Und wenn sie. Also wenn die gleiche Zeile einmal am Anfang und einmal am Ende ist, tut es halt in der ersten Spalte und in der zweiten Spalte jeweils einmal die gleiche Zeile auftauchen. Ja. Also es ist nicht so ein riesengroßer Unterschied zu Diff, außer dass du relativ leicht sagen kannst, gib mir nur die in der einen Datei sind, gib mir nur die in der anderen Datei sind oder nur die gemeinsam sind. Und letzteres kann Diff zum Beispiel mit minus U und dann einem Grep auf erste Spalte ist ein Leerzeichen, kann man das schon hinkriegen. Also es hat seinen Einsatzzweck, aber es ist sehr ähnlich zu Diff, aber mit einer anderen Zielsetzung. Join. Auch meine Baustelle? Ja. Oh, ich habe viel zu tun heute. Okay. Das sieht man, glaube ich, schon an Beispielen. ganz kurz sagen, ja? Das Tool CMP kennt ihr? Compare, ja. Ja, das macht etwas Ähnliches, aber es ist eigentlich auch eine Binärdatei. Ja, CMP tut im Prinzip, ich sehe es mehr als Operator. Weil es gibt nachher, glaube ich, minus 1, 0 oder 1 zurück. Kann auch ausgeben, okay. Aber per Default tut es nur vergleichen und sagen, ist oder gleich oder nicht gleich. Wenn man Binärdateien hat, die fast gleich sind, aber ich möchte wissen, welche Bytes anders sind als CMP. Ah, also kurz für den Stream. CMP kann auch angeben, welche Bytes in einer Binärdatei anders sind, wenn man zwei Binärdateien vergleicht. Gut. Okay, da haben wir auch wieder was dazugelernt. Jo. Jetzt gucken wir uns Join an. Join hilft an der Stelle weiter, wenn ich Dateien habe, die einen gleichen Anfang haben. Hier an der Stelle haben wir Folgendes, wir haben zwei Spalten und wir haben jeden stets vorn dran eine Nummer stehen. Das könnte zum Beispiel eine Postleitzahl sein oder das könnte auch eine Matrikelnummer sein zum Beispiel. Und wenn ich
das mit Join aufrufe, dann sucht es die entsprechende Zeile und kombiniert dann hier, wie gesagt, die erste Zeile mit der ersten Zeile und mit der Zeile, die genau das gleiche Präfix hat. Und damit kann ich halt einfach Dateien hintereinander kopieren und das zusammenfügen. Ich kann mit minus Header sagen, dass es die Kopfzeile beibehalten soll. Mit minus T kann ich sagen, ändere mal bitte noch den Separator, also das Trennzeichen zwischen den beiden Zeilen. Hier habe ich gesagt, okay, füg mal ein Komma dazu. Das heißt, ich kann dann aus den beiden Dateien, die ich da oben habe, kurzerhand einfach eine CSV-Datei, also eine mit Komma getrennte Datei, erzeugen. Gleiches kann ich auch machen, also mit minus I kann ich das, kann ich Groß- und Kleinschreibung noch ignorieren, weil manchmal hat man ja Dateien, wo meinetwegen die Kopfzeilen, die Spaltenköpfe unterschiedlich sind, also ob es Groß- oder Kleinbuchstaben sind, passiert halt. Ist auch meins? Jo, meine kommen am Ende. Ja, sowas. Paste macht sowas Ähnliches wie das vorhergehende Kommando und das setzt ebenfalls Dateien zusammen. Mit minus D kann ich sagen, welches Trennzeichen ich haben will und hat aber noch einen Vorteil. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mehrere Trennzeichen angeben. Also hier habe ich nur ein Trennzeichen, hier habe ich nur ein Komma. Das ist quasi, wird zwischen allen Spalten eingefügt. Hier wird das Pipe-Zeichen nur zwischen der ersten und der zweiten Spalte eingefügt und das Komma, was hier hinten dran hängt, zwischen der zweiten und der dritten Spalte. Und damit kann ich unterschiedliche Trennzeichen definieren. Ja? Kurze Frage zu Join und Paste. Müssen die Zeilen sortiert sein oder findet das das selbst? Meines Erachtens findet es das selbst. Anhand der ersten Spalte? Ja. Ja, weiter. Ref, das ist eher meine Baustelle. Genau. Oh, ich habe das Buch vergessen, Mist. Ich habe das Heft vergessen, wie immer. Ja, Ref habe ich, ist ein nettes Tool, das macht im Prinzip das gleiche wie Cat, aber es gibt die Zeilen jeweils rückwärts aus. Also den letzten Buchstaben der Zeile zuerst und es dreht einfach die ganze Zeile um auf rückwärts. Und ich habe lange überlegt, gibt es da irgendwie eine sinnvolle Anwendung dafür? Weil eigentlich ist das ja schon ganz lustig, aber ja. Und da habe ich mich irgendwann auf der Toilette daran erinnert, es gibt im Buch Der tiefere Sinn des Labens, das ist die deutsche Neuschreibung von The Deeper Meaning of Life von Douglas Adams und Neil Gaiman, glaube ich. Diese Frage, gibt es einen Straßenatlas, in dem Ortsnamen nach Endsilben sortiert sind? Weil diese beiden Bücher, sowohl das englische Original als auch die deutsche Neuschreibung, nehmen skurrile Ortsnamen und finden neue Bedeutungen dafür. Zum Beispiel Aachen. Seinen Namen ändern, um im Telefonbuch ganz vorne zu stehen. Oder Frankfurt. Die Durchreiche bei der Post oder in der Bank, wo man das Geld oder die Briefmarken durchschiebt. So in dem Stil. Und ja, da sind viele Ortsnamen drin. Im tieferen Sinn des Labens, Labens ist übrigens auch ein Ort, kommen halt viele deutschsprachige Ortsnamen aus Deutschland, Schweiz, Österreich vor. Und ja, derjenige, der das neu geschrieben hat, hat sich ja einfach überlegt, ja, wie finde ich eigentlich sinnvoll Ortsnamen, wo ich was zu erfinden kann? Und hat halt das im Buch irgendwo in einem Zwischentext gefragt, der so als Korrespondenz zwischen den Originalautoren und ihm und dem Lektor oder so aufgebaut ist. Und ich habe gesagt, ja, das geht. Ich habe zwar jetzt keine Ortsnamen, aber ich habe die Liste der Länder auf Englisch auf meinem System komprimiert, also ZCAT. Dann gebe ich nur den Landesnamen aus, weil vorher ist noch ISO 639-2 und 1 kodiert. Sortiere das, also tue es rückwärts umschreiben, dass die Namen rückwärts geschrieben sind. Sortiere das Ganze und tu es wieder zurücksortieren, also zurück die Reihenfolge ändern und gebe dann halt die letzten aus. Und ihr seht, das ist hinten nach Y. Also Y, R, Y kommt ganz am Ende mit und dann kommt irgendwie N, Y von Germany, L, Y, E, Y und dann sind wir irgendwo bei oben T, U. Also das geht schon. Auch wenn man einen normalen Straßenatlas hat, wo einfach nur normale Ortsnamen drin sind. Ja, Frage dahin.
Ja, das sortiert, die Endsilben sind ja am Ende. Also du hast jetzt zum Beispiel hier, sagen wir mal, die Endsilbe Ari ist hier ganz am Ende und Any ist kurz davor. Es macht aber nicht Trennung nach Silben. Okay, ja gut. Details. Aber, ja. Erste sinnvolle Anwendung für dieses Tool, aber es ist irgendwie cool. Tack macht eigentlich genau das Gleiche, bloß um 90 Grad gedreht. Es gibt eine Datei wie Cat aus, aber die letzte Zeile zuerst und dann die vorletzte und so weiter. Kommt ab und an mal noch nett, aber ist im Prinzip ein Sort-R, nur ohne Sortierung. Also Tack ist Teil von der LPI-Prüfung. Also wenn man das macht, muss man das irgendwie wissen. Kann man sich aber auch ganz leicht merken. Ist einfach Cut rückwärts. Also ich glaube, so kam auch der Name zustande. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Genau. Ja. Schuff und Unsort, also Shuffle eigentlich, vom, ist die Kurzform. Genau. Gehört ebenfalls wieder zur Kategorie der Textwerkzeuge. Und das Schöne daran ist, es erzeugt Zufallszahlen. Also im Endeffekt sortiert die Zeilen eher zufällig. Und Shuff kann an der Stelle nur Zahlen generieren. Und Unsort kann halt auch Zahlen und Zeichenketten durcheinander würfeln. Und ich habe hier zum Beispiel etwas Shuff-I, 1 bis 5. Und ich habe hier eine zufällige Reihenfolge. Also jedes Mal, wenn ich das aufrufe, ist die Reihenfolge entsprechend anders. Das funktioniert halt auch bei Shuff noch ein Stückchen weiter, dass ich sage, ich möchte 5 aus 25 haben, in beliebiger Reihenfolge, also Lotto auf der Kommandozeile spielen. Geht schon. Ja? Kriege ich meine Werte zusammen. Und dann habe ich überlegt, wofür könnte man das eigentlich gebrauchen? Wofür ist das sinnvoll? Und dann fiel mir ein, es könnte ja eigentlich ganz gut sein, wenn man irgendwo Musik liegen hat und das in zufälliger Reihenfolge abspielen will. Und da habe ich dann gesagt, naja, nimm doch einfach ein Find-Kommando, such alle MP3-Dateien heraus, sortiere das im Endeffekt, schick das Ganze nach X-Arcs und dann sag an der Stelle, ja, okay, mach das. Und was man hier auch schön sieht, ist, dass dieses Tool offensichtlich für genau diesen Zweck auch gedacht ist, weil sonst hätte es die Option minus 0 nicht, die nicht zeilenbasiert arbeitet, sondern 0-Byte getrennte Strings entgegennimmt, was typischerweise im Bereich Find und X-Arcs eigentlich andauernd verwendet wird, weil man halt sonst an Leer, also Default wäre Trennung an Leerzeichen und das ist halt, wenn du gerade bei MP3s bist, sind halt oft wirklich die Lead-Namen mit Leerzeichen im Dateinamen drin. Und da braucht man halt dann das Minus Print 0 beim Find, damit das 0-Byte getrennt ausgibt. Unsort tut es 0-Byte getrennt entsortieren und X-Arcs nimmt es 0-Byte getrennt wieder entgegen und übergibt es an irgendein Programm. Ja, also hier ist einfach nur die Kommandozeilenvariante vom VLC genommen, um einfach die Musik abzuspielen. Ja. Aber damit, das war dann so der Anwendungsfall, was so für die Praxis relevant war. So. Expand und Unexpand. Die machen Folgendes. Die nehmen, die expandieren Tabs, beziehungsweise wandeln das zu Leerzeichen um oder wandeln Leerzeichen wieder zu Tabs um. Das heißt also, wenn ich jetzt hier an der Stelle meine Namensliste habe und sage, hier ist jetzt meinetwegen ein Tab drin, ein Tabulator drin, damit das schön ausgerichtet ist, dann kann ich dem Expand an der Stelle sagen, mach mal aus diesem Tabulator 10 Leerzeichen und dann ergänzt es hier entsprechende Menge von Leerzeichen und schiebt meine Spalte entsprechend weit nach rechts. Und das finde ich halt sehr praktisch. Jo. Num-Format. Oh ja, das ist die Nummernsortierung. Also Umrechnung so eigentlich. Ja, genau, die Umrechnungsgeschichte. Genau. Und das konvertiert Zahlen in verschiedene Zahlenformate. Also sprich, je nachdem, welche Einheit ich gerade brauche, gebe ich dem Num-Format den entsprechenden Parameter an. Also from, was ist mein Ausgangsformat? Und to, wo möchte ich das gerne, in welches Format möchte ich das gerne umgerechnet haben? Also im Prinzip so menschenlesbare Zahlen, weil wenn die irgendwann sehr lang werden, will man halt einfach hinten nur noch Mega oder Kilo dran haben. Und da gibt es aber halt ja bekannterweise die Informatiker-Kilos und die Nicht-Informatiker-Kilos. Sprich die 1000-basierten und die 1024-basierten.
Und ja, entsprechend, das ist halt ein Tool, um auf der Kommandozeile solche Zahlen zu formatieren. Ja, und hier ist so ein halbes Praxisbeispiel, wo man das verwenden kann, dass man einfach sieht, ja, das sind halt 146.000, ja, also wo es einfach eingesetzt wurde, wo es die Zahlen entsprechend sortiert hat. Weil Verkäufe sind es nicht für die Informatiker sortiert, konvertiert. Ja, aber was man hier an der Stelle sieht, man kann dem NUM-Format Folgendes mitgeben. Man kann ihm sagen, was sind meine Header-Zeilen? Ja, also wenn ich hier minus minus Header gleich 2 nehme, dann nimmt es die erste und die zweite Zeile und lässt es genauso, wie es ist. Also berücksichtigt es an der Stelle bei der Formatierung nicht. Dann kann ich ihm an der Stelle sagen, welches Feld ich umgerechnet haben möchte. Also die erste Spalte bleibt gleich, die zweite wird berücksichtigt und dann sage ich an der Stelle, in welches Format ich das haben will. Ja. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, warum es das so macht. Da hast du recht. Eigentlich auch. Ja? Also ich habe das anders gelernt, aber vielleicht habe ich einfach SI gelernt. Ja. Timeout, Time Limit, da sind wir auch nochmal. Ich glaube, ja, halb-halb. Halb-halb. Also wir haben bei vielen Sachen so Geschichten, wo wir sagen, wir wollen ein Programm oder einen Zeitraum messen, wie lange ein Programm braucht. Das können wir halt zum Beispiel mit einem verschiedenen Sachen tun. Teilweise brauchen wir aber auch Dinge, wo wir sagen, wir wollen ein Programm nur eine bestimmte Zeit ausführen und danach soll es sich beenden. Also, hier haben wir zum Beispiel Timeout und Time Limit und die machen Folgendes. Die lassen das Programm laufen und messen. Wenn das Programm nach der angegebenen Zeit noch nicht zu Ende ist, wenn es sich nicht beendet hat, dann schickt es dem Programm einfach ein entsprechendes Signal, dass es sich beendet. Und die beiden Programme unterscheiden sich insofern, dass Timeout automatisch ein SIGTERM sendet und das Time Limit ist eher so die freundlichere Variante. Das schickt dem Ganzen so eine Art Vorwarnung im Sinne von, du musst dich dann irgendwie beenden. Und wenn das Programm nach einer gewissen Zeit immer noch nicht reagiert, dann wird es sozusagen mit dem SIGTERM beendet. Und das ist insofern ganz praktisch, wenn man meinetwegen irgendwo drauf wartet, auf irgendeinen Prozess wartet, dass irgendwas abgeschlossen wird und das Programm hängt. Das heißt, man kann damit sicherstellen, nach meinetwegen 10 Sekunden oder nach einer bestimmten Zeit ist es definitiv beendet. Und ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann einerseits eintragen, was ist die Zeit, wann die Warnung erfolgt. Ich kann sagen, mit welchem Signal, welches Signal das Programm dann an der Stelle bekommen soll. Standard ist halt Signal 15. Dann kann ich sagen, wie viel Zeit zwischen der Warnung und dem tatsächlichen Töten des Programms vergehen soll. Also hier ist zum Beispiel angegeben 120 Sekunden. Und ich kann auch sagen, welches Kommando das ich dem Programm schicken will. Das finde ich an der Stelle halt ganz praktisch. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel, oder hier sage ich, nach 10 Sekunden, also führe das Programm tail-f aus und nach 10 Sekunden beende das definitiv also wieder. Der Haupteinsatzzweck für zwei verschiedene Kill-Signale mit noch ein bisschen Zeit dazwischen ist eigentlich, dass man mit dem ersten Signal dem Programm sagt, du solltest dich jetzt beenden, fang mal an aufzuräumen, wie Status abspeichern, welche, zum Beispiel wenn es ein Webbrowser wäre, welche Tabs offen sind, speichern. Und das Kill-Signal ist halt dann, wenn das nicht ausgereicht hat, irgendwann halt wirklich dann einfach mit Kill-9 zum Beispiel das Ding wirklich beenden. Also eine Art Meinungsverstärker. So kann man das auch nennen, ja. Sponge. Das ist meins, ja. Es gibt so ein typisches Problem, wo man als Linux-Anfänger gern reinläuft. Man macht irgendwie eine Datei, schreibt was rein und dann will man die nochmal bearbeiten und in sich selber wieder speichern und das geht halt schief. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie die Datei mit SED bearbeiten will und dann wieder in sich selber speichern, passiert es halt, dass die Shell zuerst die Datei neu öffnet durch das größer als auf der Kommandozeile und dann cat aufruft, um die Datei auszulesen und damit ist sie leer. Und dann wird das Leere durch SED gehauen und wieder als Leeres gespeichert. Und ja,
SED-I gibt es mittlerweile, ja, das ist korrekt. Es ist einfach ein Beispiel zum Zeigen, wie es schiefgehen kann. SED-I, der nicht interaktive Inline-Editor, I für Inline, genau. Früher gab es das nur beim Super-SED, beim SSED, seit irgendwie, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so, 10 vielleicht auch, ich bin da schon ein bisschen älter, gibt es das auch im normalen SED. Aber es gibt genügend Ecken, wo das halt nicht ausreicht, weil man noch mehr in der Kette hat als nur SED. Und da gibt es halt Sponge. Und zwar funktioniert Sponge so, es saugt alles auf wie ein Schwamm, was es auf Standard-In kriegt. Und erst wenn auf Standard-In das Dateiende ankommt, dann öffnet es die Datei und schreibt hinein. Relativ simple Funktion, hilft aber an manchen Stellen einfach, um sich irgendwelche Hirnknoten mit temporären Dateien und Ähnlichem zu vermeiden. Andererseits, es braucht halt entsprechend RAM. Ich weiß nicht, ob es eine temporäre Datei anlegt. Ich glaube aber nicht, weil es ist relativ simpel gestrickt. Sagt Tempfile, okay, gut, mittlerweile vielleicht. Und es ist im Paket More Utils. Ist nicht per Default installiert, aber hat lauter so nette kleine Tools in der Richtung. Ja, und dann kommen wir zu einer ganzen Ladung von Tools, die man als Status- oder Fortschrittsbalken-Tools ansehen kann. Und zwar in einer Fortschritt- oder Durchflussmesser von einer Pipe. Typischerweise ist so der, das sind jetzt noch hochdeutsche Folien mit Scharf-S, sehe ich gerade, egal. Wir haben ein Kommando, das Output generiert, das zum Beispiel eine Datei einliest und irgendwo nach Standard-Out gibt. Dann kommt der Durchflussmesser, der gibt dann nach Standard-Error normalerweise oder wenn es ein Terminal ist, aufs Terminal aus, was gerade durchläuft, wie viel schon durchgelaufen ist etc. Und hinten kommt ein Kommando, das das woanders wieder wegschreibt. Das kann komprimieren, entkomprimieren sein, das kann per SSH kopieren auf eine andere Maschine sein. Und da gibt es überraschend viele kleine Tools, die das machen. Und auch ein paar altbekannte, die das neu auch können. Wir haben einerseits PV, PipeMeter und Bar, die drei sind relativ ähnlich. Dann haben wir DD, das kennt hoffentlich jeder, Disk Destroy heißt das ja auch. Ja, das kann man aber auch einfach, nur, wenn man gar keine Parameter angibt, wo es rauslesen soll oder hinschreiben, dann ist das wie ein Cat, so ganz böse gesagt. Und dann kann man auch den optischen Parameter Status gleich Progress hinzufügen, zeige ich gleich noch. Und dann funktioniert das eigentlich auch wie so ein PipeMeter. Und da gibt es noch Progress. Das schaut nicht auf Pipe, sondern es schaut, wo ist gerade das Programm am Lesen in der Datei. So, ganz kurz so für die Übersicht. Die drei sehr ähnlichen PV, PipeMeter und Bar sehen so aus. Gehen wir ein bisschen runter, das sind jeweils eigene Pakete, heißen auch so. Der Output ist sehr, sehr ähnlich. Wenn man ihm sagt, wie groß der Durchfluss sein soll, dann kriegt man auch so einen schönen Zustandsbalken, nenne ich es mal. Wo bin ich gerade in der Übertragung? Inklusive Estimated Time of Arrival. Also wann ist es fertig? Ich habe jetzt überall die gleiche Datei mit 480 MB genommen und habe die einfach nach Dev0 gepiped, der Einfachheit halber, aber man sieht ungefähr, wie es funktioniert. Wenn man die Größe nicht angibt, dann kommt halt einfach nur beim PV so ein Doppelpfeil, wo hin und her rutscht. Ansonsten sieht man halt wirklich einen Fortschrittsbalken mit Prozentangaben und sie nehmen sich nicht viel, auch nicht in den Optionen. So, da unten noch einmal, ja. Der eine gibt die Statistik noch am Ende nochmal getrennt aus, ob es auch wie viel Prozent vom erwarteten Input und so weiter. Jo. So, DD, wie gesagt, kann man auch einfach als Durchflussmesser benutzen seit Debian 9 Stretch oder Ubuntu 14.04. Ich glaube, 14.04 ist sogar mittlerweile schon End of Life mit 5 Jährchen. Das ist irgendwann mal dazugekommen vor ungefähr 5, 6 Jahren. Was man jetzt hier doch mal sieht zwischendrin, dass er nach 4 Sekunden. Habe ich da kein Beispiel, wo mittendrin. Doch, das müsste eigentlich mittendrin sein. Und am Ende ist die Endstatistik. Bitte? Die erste Zeile ist mittendrin.
Ja, genau. Und die zweite ist zweite und dritte, vierte ist dann am Ende. Da habe ich anscheinend sehr spät irgendwie den Screenshot gemacht, war ich nicht schnell genug, um es offensichtlich zu machen. Aber gut, ja, und da zeigt er halt dann auch immer die MB und die, die SI-Einheit und die Nicht-SI-Einheit, die 1024er-basierte an. Aber das ist halt DD, ja. Funktioniert natürlich auch, wenn man explizit einen Input-File oder einen Output-File bei DD angibt. Und dann kommt noch C-Pipe, genau, das gibt es auch noch. Das macht für jeden Messpunkt, den es macht, eine einzelne Ausgabezeile und scrollt dann relativ schnell vorbei. Also sprich, die anderen, die überschreiben immer wieder die gleiche Zeile und C-Pipe tut das wirklich irgendwie so in der Datei reinpipebar wieder gewisserweise machen. Ist sehr simpel, aber in meinen Augen meistens nicht das, was ich haben will. Progress ist anders, ganz anders. Eben, wie gesagt, es schaut darauf, wo in der Datei ein Programm gerade liest. Und wenn ich jetzt das Zcat da oben starte, dann sagt es ja, okay, hier läuft ein Gzip, weil Zcat ruft ja, ist ja eigentlich ein Symlink auf Gzip, mehr oder weniger, und Gzip verhält sich dann ein bisschen anders. Und es schaut auch nicht drauf, auf die entkomprimierte Variante, es schaut auf die komprimierte Variante auf der Disk, weil es schaut, wo ist der File-Deskriptor von Gzip gerade in der Datei am Lesen. Deswegen sind das auch hier nur 121,8 Megabyte und davon sind 17 Megabyte gelesen. Und wenn Progress kennt halt eine ganze Ladung Programme, vor allem CoreUtils, aber halt auch so ein paar andere typische Programme, die man häufig hat. Und wenn es eins davon findet, dann schaut es einfach danach. Also auch wenn mehrere laufen. Müssen unter deinem User laufen. Als Root siehst du wahrscheinlich von allen Usern. Du kannst aber auch explizit Programme angeben. Kommen wir auch noch dazu. Ne? Nächste Folie, genau. So, was haben wir hier noch? Monitoring Mode. Der Monitoring Mode von Progress mit minus groß M ist das, glaube ich. Habe ich das nicht drauf auf der Folie? Nee, habe ich nicht. Das ist wieder die Zeile, die fehlt. Das ist die Zeile, die... Ach, da ist irgendwas mit Kommentarzeichen. Genau, ich habe da... egal, ja. Der Prompt ist anscheinend zum Kommentarzeichen geworden. Das funktioniert so, dass es permanent alle Sekunde schaut, läuft eins von diesen Programmen. Es gibt minus M, das bricht ab, wenn es gar kein Programm beim Starten findet und beendet sich, wenn das letzte Programm zu Ende ist. Und es gibt minus groß M, das wartet einfach, bis es was sieht und wenn kein Programm mehr läuft, fängt es wieder an zu warten. Und es gibt dann halt auch sekündlich die Statistik aus, inklusive Zeit etc. Und man kann ihm auch noch sagen, mit Optionen, nimm zum Beispiel irgendwie Firefox, wenn du irgendwie wissen willst, wie viel von einem Download schon auf die Platte geschrieben wurde, zum Beispiel. Also man kann auch andere Programme als die hier dafür verwenden, ja? Kommt es mit Recursive Copy oder Rsync klar? Ob es mit Recursive Copy oder Rsync klar? Es kommt nicht mit Verzeichnissen klar, das habe ich mal ausprobiert. Also es würde, wenn du jetzt ein Recursive Copy oder ein Rsync nimmst, würde es vermutlich für jede einzelne Datei anzeigen und sobald die Datei fertig ist, würde es sozusagen die Statistik für den Prozess wieder von vorne anfangen. Weil es schaut im Prinzip auf Kombination aus Prozess und offener Datei. Entweder beim Schreiben oder beim Lesen. Es braucht irgendwie so ein bisschen anderen Blickwinkel, um das Tool sinnvoll einzusetzen. Die anderen Pipe-Meter sind sehr offensichtlich in der Benutzung. Das hier ist immer so ein bisschen weniger offensichtlich, aber mit der Zeit kommt man da eigentlich rein und also ich habe es angefangen zu lieben. Weil ich muss nicht mal im Voraus dran denken, dass ich die Statistik haben will. Ich starte es einfach nachher und gut ist. Jo. So, dann haben wir von vorherigen Vorträgen, wo wir das gehalten haben, noch ein paar Hinweise bekommen. Einerseits das Programm Q, was bei Debian interessanterweise in dem Paket Python Versionsnummer -q-text-s-data drin ist. Der Paketname ist sowas von nicht merkbar, finde ich, aber einfach nur Q eingeben und das ist im Prinzip SQL auf Textdatenbanken kann man da anwenden. Und dann gibt es noch das Too Lazy Didn't Read oder wie Venti immer sagt, Tilde. Das ist eine Community, die versucht,
aus Manpages das eigentlich Relevante, was 90% der Fälle abdeckt, in schöne Beispiele zu packen, damit man einfach nur kurz das Beispiel anguckt und weiß, wie das Programm im Großen und Ganzen funktioniert. Eben, too lazy, didn't read the Manpage. Da gibt es diverse Clients, mindestens mal einen in Python, einen in Haskell und einen in Perl. Die beiden ersten beiden sind in Debian auch drin. Das eine heißt, glaube ich, nur TLDR und das andere TLDR Py. Und das Ganze ist aber ein Online-Service. Das heißt, es fragt die Dinger online ab. Also man braucht, glaube ich, Netz dazu. Ich weiß nicht, ob es lokal cached, aber cache ja. Lokal. Cache lokal, okay. Ja. Was sonst noch? Da ja. Wären wir eigentlich so bei der Linkliste dann. Da sind wir eigentlich bei der Linkliste, wo die Pakete drin sind, die wir so erwähnt haben. Und ganz unten ist noch das Q, genau. Jo, ja, das sind vor allem die Pakete. Genau, und das ist unsere Liste, die wir jetzt hier zusammengestellt haben. Und da wäre jetzt die Frage an euch, gibt es Dinge, die wir vergessen haben, die wir unbedingt kennen sollten? Ja, ich sehe schon zwei Meldungen. Ich fange jetzt mal beim Raul an. Ja, zu Q ging es JQ für JSON-Datenverarbeitung. Ja. Hast du schon mal mit JO, also JO, was gemacht? Das scheint ein... Da bin ich gestern erst drüber gestolpert und es wird immer mit JQ zusammen erwähnt. Das scheint so Output vom Format Key:Value in JSON umzuwandeln und das kann man dann wiederum in JQ pipen und weiterverarbeiten. Oh, cool. Sorry, dass das nicht auf den Folien ist, ich bin wirklich gestern Abend erst drüber gestolpert. Und habe nicht dran gedacht, dass ich das natürlich auch aufnehmen könnte. Das können wir bei der nächsten. Ja, und dann war hier hinten noch eine Meldung. Und da zum letzten TLDR will ich noch eine weitere Implementierung erwähnen. Ja, weil noch eine. Aus unseren eigenen Reihen kommt. Das ist Teal Deer. Also wie blauer Hirsch oder sowas. Das okay. Ist in Rast geschrieben. Auch okay, also es gibt noch eine Implementation in Rast, die Teal Deer heißt, also Deer wie Hirsch ja. Und Teal wie die Farbe. Die Farbe. Okay. Ja, da sind wir ja beim Tilder nicht sehr weit weg. Also Wendy schreibt das wirklich in den Mails. T-U-L-D-E-R Doppelpunkt. ja. Gibt es noch eine Meldung? Ja, vielleicht noch mal zum Thema Cat versus Tech. Passt vielleicht nicht ganz in diesen Vortrag, aber zu Git-Tick, was Git-Browser auf der Command-Line ist mit eigentlich sehr praktischen TUI. Also den mag ich sehr, um mal schnell in den Git-Repo reinzuschauen, was für Branches gibt, was für Commits gibt, ja. Was für Diffs habe ich da. TIG, genau. Ja. Und, das kenne ich noch nicht. Und doch, da bin ich auch schon mal drüber. Aber, mir ist es bloß irgendwie, ich habe den Bedarf bisher nicht verspürt bei dem. Ja, wenn ich lokalen Repo habe und reinschauen will. Ja. Ein bisschen mehr als mit Gitlog. Ja, gut, ich benutze meistens Git K für sowas. Ja. Aber gibt es nochmal irgendwas, wo du gerade. Es gibt noch Tick mit TIC, aber das ist so ein Ticketing-System. Ich glaube mit Git als Backend oder sowas. Aber gut, ja, okay. Also, nehmen wir dann mindestens JO und JQ würde ich auf jeden Fall noch aufnehmen. Ja. Das scheint ja auf Interesse gestoßen zu sein, beziehungsweise selber von ihr aus dem Publikum gekommen. TIG müssen wir mal schauen, ob wir das noch reinnehmen. Passt sicher auch. Das passt auf jeden Fall. Ja, dann freut es mich, dass so viele gekommen sind. Wir haben den Raum doch einigermaßen vollgekriegt. Und auch über das ganze Feedback. Und sag Dankeschön und bis nächstes Jahr, weil ich glaube, das ist jetzt so die letzte Veranstaltung mehr oder weniger vom Abbau. Ja, danke. Und gut. Vielen Dank. Danke.